Hallo, liebe Hungrige, heute gibt es bei uns ein schnelles Gericht, nämlich Putenroulade. Und dazu machen wir, auch wenn es noch ein paar Tage hin ist, bis Halloween, gefüllten Mikrowellenkürbis. Dazu wird nicht viel benötigt. Wir brauchen Putenschnitzel, Pesto grün, ein bisschen Öl zum Anbraten und etwas Gemüsebrühe. Die gewaschenen und trocken getupften Putenschnitzel werden nun flach geklopft. Das ist die Gelegenheit, Aggressionen abzubauen. Nachdem wir die Putenschnitzel in die richtige Form gebracht haben, bestreichen wir sie großzügig mit Pesto. Und zwar Pesto grün. Wir müssen pro Putenschnitzel ungefähr 50 Gramm Pesto berechnen. Sobald wieder wirklich frische Oliven zu haben sind, denn die Olivenernte beginnt ja erst im November so richtig, habe ich da noch immer einen großen Vorrat selbstgemachtes Pesto wieder. Aber momentan nehme ich auch welches aus dem Glas gekauftes. Und nun rollen wir unsere Putenschnitzel zusammen und stecken sie mit Holzspießen respektive Zahnstocher schön fest. Wir erhitzen etwas Olivenöl in der Pfanne. Und geben nun die Putenrouladen hinein. Sie werden rundherum knusprig angebraten. Ab und zu werden sie gewendet. Nachdem die Rouladen nun von allen Seiten rundherum angebraten sind, füllen wir etwas Gemüsebrühe hinzu. Entweder erfrische oder ihr nehmt eben Gemüsebrühe aus dem Glas. Circa einen gestrichenen Teelöffel voll und füllt das Ganze mit reichlich 100 ml trockenem Wasser auf. Das gebt ihr jetzt hier hinzu, in die Pfanne rein und gart die Putenrouladen nun circa 12 Minuten. Die Putenrouladen liegen also noch in der Pfanne und wir nutzen die Zeit, um den Kürbis vorzubereiten. Diese Sorte Kürbis heißt übrigens tatsächlich Mikrowellenkürbis. Die sind extra gezüchtet, damit sie in der Mikrowelle beim Erhitzen eben nicht platzen können. Wir schneiden den Deckel ab. Bisschen Vorsicht dabei, nicht dass er die Fingerspitzen erwischt. Und wie ihr seht, ein scharfes Messer dafür ist wirklich angebracht. Nachdem man den Deckel abgeschnitten hat, werden nun das lockere Fruchtfleisch und Kerne entfernt. So viel gibt es hier aber da nicht zu entfernen. Bei dieser Sorte Kürbis sind es vor allem die Kerne, die entfernt werden müssen, weil faseriges Fruchtfleisch kaum vorhanden ist. Der ausgehöhlte Kürbis kommt bei 600 Watt für 5 Minuten in die Mikrowelle. Solltet ihr mehrere Kürbisse zubereiten, dauert es entsprechend länger. Und falls ihr keine Mikrowelle besitzt, das Ganze kann natürlich auch im Backofen zubereitet werden. Der Kürbis braucht dann bei 220 Grad ca. 20 Minuten. Und nun soll der Kürbis gefüllt werden. Wir machen das mit Quark, ihr könnt alternativ auch Frischkäse dazu nehmen. Ich nehme Magerquark, wenn ihr schlemmen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne fetteren Quark nehmen, aber ich nehme diesen. Für die Zubereitung des Quarks benötigen wir außer Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl frische Kräuter. Ich entscheide mich für Schnittlauch und Dill, aber eure Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. In eine Schüssel geben wir ca. 200 Gramm von unserem Quark. 500 Gramm sind drin, also lässt sich das relativ leicht abschätzen. Geben etwas Pfeffer aus der Pfeffermühle hinzu. Ein bisschen Salz. Und schneiden jetzt unsere Kräuter klein, um sie ebenfalls hinzuzugeben. Die Kräuter geben wir nun zum Quark. Und vermengen alles schön. Geben noch ein paar Tropfen Olivenöl hinzu. Und vermischen alles ordentlich.
Und nun wird der Kürbis mit dem Quark gefüllt. Deckel oben drauf und das Ganze nochmal für ca. 2 Minuten in die Mikrowelle. Nun geht es ans Servieren, denn fertig sind jetzt Putenroulade und Mikrowellenkürbis. In ca. 20 Minuten ein interessantes und vor allem doch recht leckeres Essen. Viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Bye bye.